Was gefunden? Das ist das Holo, das Dagon sich angesehen hat. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Cutter sein. Ich bin Cal. Und das ist BD1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Cutter? Er sagte, ich soll packen gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Ja, das ist doch gar kein Problem, da sehen wir sie doch schon. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Cutter. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Cutter. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Cutter Besorgungen machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns, solange Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tenelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldiger Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen.
Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf! Und damit jetzt endlich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Oh Mann. Ja, bin ich noch ein paar mehr? Da werde ich aber hier auch ein bisschen wütend. So, da seht ihr nämlich, also ich meine, das ist jetzt hier natürlich voll die OP-Fähigkeit, aber wie gut das ist, weil jetzt nutzen wir halt wirklich die gesamte Zeit aus. So. Weg. Du kommst hier nicht weg. Auch mehrere hochheben. Eigentlich nur so eine Runde. Was geht hier vor? Komisch. Das läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht hier. An das verbliebene Personal im Hangar. Hangar abbiegen. Erledigt ihn, bevor er runter will. So, wecken wir die. Ich auch. Und die auch. Easy. Wo sind sie lang? Hier geradeaus? Das ist aber fies. So, das ist jetzt halt, wie gesagt, extra so als Wutlevel. Aber ich finde es halt, also ich finde halt, hier merkt man nochmal ganz klar, wie krass eigentlich ja so ein Lichtschwert sein müsste. Ne? Wenn ich hier irgendwo durchschnippel, müsste das ja auch eigentlich funktionieren. Hier geht's nicht weiter. Okay. Also eine Abkürzung, die wir noch nicht haben. Ist er. Der Scharmützliga. Entschuldigung. So, wenn das sonst auch so laufen würde, wäre das nicht auch. Den haben wir. Von da kamen wir ja. Die waren bitte nochmal. Da war doch dieses Ding, wo man an der Seite runtergesprungen ist. Oder irre ich mich? Ne, wir haben hier die Abkürzung, ne? Nee, gar nicht. Nicht von hier? Moment, ich habe ja eine Orientierung wie ein Stockfisch. Und da kam ich von da. Ich glaube, ich muss hier wirklich hier lang und wir haben hier einen neuen Weg freigeschaltet. Ich weiß nur noch nicht, wie wir da rüber kommen. Ne, wir sind hier unten. Das heißt, wir können hier irgendwo rüber. Ach, ja, klar. Wir können ja einfach die Tür aufreißen. Ist für uns ja gar kein Problem. Hey, Carl. Ich empfange jede Menge Funkverkehr. Bist du okay?
Bord ist auf der Flucht. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey, Maren, hast du das gehört? Maren? Wo steckt sie denn? Zerstört den Jäger! Der Verräter darf nicht entkommen! Wir kommen zu spät. Wir müssen zurück zur Mantis. So. Das gesamte Personal meldet sich sofort im Hangar. Komm nicht an einen Blau daran! Sag, nächster bitte. Ja, schieß bitte. Los. Danke. Jetzt bewegen sich hier die Ebenen hin und her. Baron! Cal! Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Das ist sehr nett. Wie rettest du mich? Ah, sehr gut. Ganz ehrlich, wir wollen hier zu Boat, die schon weg ist. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit. So. Alter, finde aber dieser Wage-Mode ist ja geilste, was geht. Das hätte ich gern konstant im Spiel. Ich meine, okay, dann hast du halt noch gar keine Herausforderung mehr. Also ein Fight gegen Vader hätte ich gern mal gesehen. Schade eigentlich auch, dass man hier gegen Vader ja gar nicht gewinnen kann. Ne? Aber wäre halt, es würde halt dann ja auch nicht mehr zum Film passen. Ja. Nichts wie weg hier. Genau, nichts wie weg hier. Wo steht die Mantis? Haben wir die irgendwo? So, als wir kamen, waren wir da oben. Wie kommen wir da jetzt hoch? Oh, jetzt sind aber viele. Gar kein Problem. Wenn die jetzt alle so viel EP geben wie sonst auch, ist das ja ein richtiger Erfahrungsweg. Oder warten wir mal kurz, bis sich das alles wieder auflädt. So. Schon wieder der Peter. So, Maren, lass mich das mal machen. Zack. Hammer. Wo ist Boat? Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Cal! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht. Komm zur Mantis. Stell den Inquisitorengrüße von mir. Vollkommen richtig. Warum sollten wir uns die Finger dreckig machen, wenn das Imperium uns die Arbeit abnimmt? So. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit der Abkürzung. Zack. Einmal hoch. Und dann zurück. Na endlich, ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Und wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werde es ertragen.
haben wir verloren. Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass ich die Mantis durch einen Nebel fliege, der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Ja, dann easy, würde ich sagen, ne? So. Errungenschaft freigeschaltet am Abgrund. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Los geht's. Gut, legen wir unser nächstes Ziel fest. Wie sieht's hier so erfahrungstechnisch aus? Alter, boah, sind wir krasse Typen. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir zurück nach Kobo. Und ich würde mich ehrlich gesagt gerne umziehen, aber eigentlich, naja, Gott, steht uns. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch. Tja, so könnte man es sagen. Oh Mann, oh Mann. Aber wir sind auf jeden Fall Boat auf der Spur, weil ich meine, wo wird er sich zurückziehen? Klar nach Tenelor. Was ich nicht verstehe, ist, warum hätten wir denn nicht... Wir sind da. Warum hätten wir denn nicht mit dem Pfad... Also ich weiß jetzt nicht, wie groß Tenelor ist. Aber wir wollen das ja also primär für den Pfad haben. Also sprich für die Leute, die auch auf Jeddah waren. Aber wir hätten das doch auch safe noch für uns... Drei Menschen hier, oder ich weiß gar nicht, was das alle, ne, hier, Marin als Schwester der Nacht, Reese, BD1 als Druiden und halt Cal, ne, für uns, als auch für Boat und Cutter. Die hätten da doch alle mit, also verstehe ich nicht. Naja, jetzt müssen wir erstmal Boat wegschnitzeln. Mann, oh Mann. Schön, wie der Stein erstmal nachlädt. Nun gut. So, einmal hier schnell die Treppe runter. So, wo müssen wir hin? Hauptziel. Richte die Anlagen in so ein Kontrollzentrum auf Kobo aus. Okay. Ja, wir haben jetzt keine Zeit hier, um hier mit Leuten zu quasseln. Wir haben hier eine richtig krasse Mission am Laufen. Kann ich nur hier mit diesem... Warum ist der lila? Ruhig, Neko. Jetzt mal ernsthaft. Also ich meine, so sahen die alle aus und jetzt ist hier so ein lila da? Das sieht ja ungesund aus irgendwie, ne? So. Egal, wie dem auch sei, wir müssen auf jeden Fall weiter. Tschuh! Wir müssen auf jeden Fall weiter und jetzt hier diese Dinger ausrichten. Laufe ich da überhaupt in die richtige Richtung? Natürlich nicht, oder? Nee. Einmal drehen, da hinten über die Brücke. Ich dachte halt, wir müssen einmal links außen rum. Aber wir haben ja auch die Brücke und da drin ist auch irgendwas. Kann ich da eigentlich rein? Danke fürs Mitnehmen. Nee. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Lasse deinen Neko im Stall und hole ihn später wieder. Ja, aber ich brauche ihn ja jetzt. Einmal hops. Rüber über die Brücke und jetzt hier rechts, ja? Du lässt mich mal in Ruhe, bitte. Ich habe gerade eine ganz wichtige Mission.
Sehr gut, er ist irgendwo da ganz hinten. Ich glaube, da muss ich rüber, ne? Ne, hier irgendwie links. Rein. Hier hoch irgendwie vielleicht. Also auf jeden Fall müssen wir hier hin. Das heißt, hier vorne, vielleicht können wir da ja schon drauf springen. Aber ich befürchte halt, dass das nicht geht. Hier ist auch so eine Abkürzung. Aber mit der kommen wir nur... Ah, okay, aber damit... Das ist das, okay. Dann müssen wir wohl doch hier rein. Zack. Der imperiale Funkverkehr ist sehr aktiv, Kleiner. Wie läuft's bei dir? Hab soeben das Kontrollzentrum erreicht. Ich gebe Bescheid, falls ich Ärger kriege. Komm ich denn da jetzt rüber? Achso. Einfach an der Wand entlang springen. Willkommen, ich bin Santari Cree, die Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törgel vielleicht? Vielleicht nicht Törgel. Was? Warum denn nicht? Oh, zack. Sesam, öffne dich. Haben wir, wie viele Punkte haben wir? 2. Da können wir nochmal schnell einen reinskillen, bevor wir jetzt hier weiterziehen. Fähigkeiten. So, wir könnten jetzt wieder auf Macht gehen. Ich glaube, das hat sich nämlich eben gerade ganz gut gelohnt. Was mich halt wundert, dass wir nicht Massen schmettern. Okay, wir können Massen nach unten klatschen. Um Schmettern bei einer Gruppe auszuführen. Okay, das ist runter, aber wir wollen ja hoch. Gerade hat das aber nicht geklappt, ne? Ich meine, wir haben es ja schon gekauft. Vielleicht hätte ich mehr haben müssen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es halt nicht geklappt. Ja, ich würde sagen, erstmal jetzt rein ins Lichtschwert. Das war wirklich hier unser Einhandlichtschwert. Einfach einmal komplett ausbauen. So, das hier sieht auch ganz gut aus. Und dann müssen wir halt echt noch hart Punkte farmen. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, oh, 15, okay. 15, oh, hier nur ein. Oh, das können wir eigentlich ja auch mal. Dauer beim Verlangsamen von Gegnern, das hier glaube ich auch ganz praktisch. Ich meine, einen Punkt kriegen wir hoffentlich auf jeden Fall noch irgendwie zusammen, weil ich habe das Gefühl, es geht jetzt in Richtung Ende. Alles okay. Aber nun gut. Wie es weitergeht, meine Damen und Herren, das... Auslöschungstruppler. Was machen die hier? Sehen wir... Zeig mir, was du kannst. Gleich... Los, vorrücken. Schrägstrich in der nächsten. Ich werde dich nicht Entschuldigung. Ja. Ah, okay. Er kann ausstechen. Gut, dass er mir das nochmal gezeigt hat. Zack. So, Truppler 1 weg. Truppler 2 kriegt auf die Mütze. So, komm her. Zack. Auch das... Oh, natürlich. Jetzt kommen sie aus allen Ecken. Ja, ist ja okay. Ist ja okay, Freunde. Habe ich auch Zorn? Ja, geil. Okay, das hätte ich vielleicht früher wissen müssen. Dann hätte der Kampf ja eben gerade auch gar nicht so lange gedauert. Zack. Entschuldigung. Glaubt man's?
Okay, jetzt haben wir zwar Zorn, aber wir... Okay, den Zorn hätte ich vielleicht später nutzen sollen. Zum Beispiel jetzt. Da komme ich gar nicht so ran. So. Ciao, Kakao. Komm du mal her jetzt hier. Ernsthaft, den kann man nicht? Dann halt so. Ja Gott. So. So. Auch das hätten wir. Natürlich. Dann kommen noch mehr. Wieder bleibt er jetzt drin? Ja, ist ja okay. Hey. Ja, Freunde. Ja, Gott. Ciao, Kakao. Komm mal her. Sie haben uns erwartet. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Beeindruckend. Das ist also euer Königreich. Ich arbeite mit vielen begabten Wissenschaftlern. Niemand ist so talentiert wie ihr, Santari. Dennoch stecken wir in einer Sackgasse. Vielleicht bringt ihr mir das dringend erforderliche Glück. Ja, das hat er leider nicht getan. Dennoch können wir jetzt hier wirken. Los geht's. Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Kree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht auffallen. Unser Ziel ist das Studium des Abyss und der sogenannten Kobo-Materie. Mit Wellentechnologie konnten wir teilweise Kobo-Materie auflösen und dadurch tiefer in den Abyss vordringen. Was erwartet uns in dem Kobo-Abyss? Kommt mit mir, dann entdecken wir es gemeinsam. Okay, sehr gut. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Kree lassen. Sie hat an alles gedacht. So, das machen wir auf jeden Fall. Die Beobachtungsplattform wird ausgerichtet und es geht für uns, so wie es aussieht, hoch hinaus. Ah, schaffen wir die Höhe des Turms? Ungefähr, ne? Sehr cool auf jeden Fall. Jetzt würde ich hier gerne raus und einmal gucken. Wo kann den Lift hier nicht benutzen. So raus komme ich nicht. Aber das haben. Ich meine, die Ausrichtung haben wir doch. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Achso. Sehr gut. Hier nochmal schnell. Sie, du hast es geschafft. Grace hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Von weiter weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Kree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Ja. Und dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Ne, wenn wir dann auf Tenalor sind. Weil ich gehe sehr stark davon aus, dass wir uns da einem alten Bekannten stellen. Was haben wir hier? Noch nicht gescannt. Irgendwas kann ich hier noch scannen. Ja. Scan, scan, scan. Scheint nicht zu gehen. Also erstmal bergab. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Irgendwie ist es grafisch
Jetzt gerade komisch, finde ich. Aber nun gut. Dann fliegen wir durch den Abyss. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.